Hallo ihr Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Alan Tale. Und wie ihr seht, ihr Lieben, wenn ihr mal links oben in die Ecke guckt, wir haben noch 19 Gold. Wir haben in der letzten Folge ordentlich geaßt, viel Kohle ausgegeben und jetzt wird es in erster Linie mal Zeit, dass wir wieder Kohle verdienen. Hallo? Ja, so. Kaufen können wir nichts. Ich denke, dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir irgendwo irgendwas reinigen können. Guck mal, da ist schon wieder. Meine Güte, diese Spinnis sind wirklich ganz schön fleißig. Okay, also dann. Guck mal erstmal, dass wir die Spinnweben hier beseitigen. Liegt sonst noch irgendwas rum? Und dann machen wir doch unsere Kneipe auch gleich mal auf. Gucken, ob hier noch irgendwo weitere... Nö, drinnen sieht es sauber aus. Hier können wir auch, na, kann man gleich mal eine füllen. Eine Runde. Ich denke, dass demnächst unsere Gäste kommen werden. Wie sieht es denn aus mit unserem Mais? Nee, ich hoffe ja wirklich, dass wir selbst Samen machen können, Leute. So, ich denke, die ersten Gäste dürfen sicherlich bald kommen. Hallo, wo seid ihr denn? Hallo, Gäste. Weil wir sind gnadenlos pleite. Ah, da kommt der Erste. Drustan. Naja, wo einer ist, ist der Rest nicht weit. Ein Starkbier will er haben. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich eigentlich, warte mal, hier an Speisen habe. Jawohl, gekochter Mais und Starkbier. Es klingt so, als seien mehr Leute da, aber nein. Ja, aber heute ist wirklich Geld verdienen angesagt, Leute. Aber es ist nicht viel los. Wo sind die denn alle? Hallo? Sind die sauer mit mir? Da kommt der Nächste. Weil ich meine Außenlieferungen nicht fertig kriege. Aber ich möchte mir erstmal hier ein bisschen was aufbauen, bevor ich da außen rumrenne. Weil was ich gesehen habe, ist tatsächlich, dass wir... Wenn wir nach draußen liefern, dass das nur eine bestimmte Zeit gültig ist und wenn ich zu lange brauche, dann ist die Quest weg. Das hat man ja in der letzten Folge schon. Es ist aber heute wirklich sehr spärlich. Eingekochter Mais. Komm, lass uns gleich mal ein paar mehr hier reinnehmen. Einmal gekochter Mais für dich. Jappa. Scheint ihm zu schmecken. Boah, das ist aber träge heute. Jetzt, wo ich Kohle verdienen muss, kommen die da so träge da an? Tschüss. Wir wollen ja alle bloß Bier. Hey, mit dem Mais verdiene ich mehr. Komm, wir machen auch mal nochmal den Gerstenbrei rein. Weil da haben wir ja auch noch zwei oder drei. Tja, was machst du, wenn die Kunden nicht kommen? Gute Frage. Die ist betrunken von einem Starkbier, echt jetzt? Okay, dann kehren wir sie mal raus. Celine, du singst nicht, dann mach, dass du wegkommst. Hau ab. Mach, dass du rauskommst. Ist die echt von einem Starkbierkrug? Ist die schon betrunken? Meine Güte, die verträgt aber so gar nichts, die Lady. Okay, das ist wirklich kein Tag, an dem wir viel verkaufen. Naja gut, dann machen wir halt anderes. Und ich will ja auch wirklich endlich mal Richtung dieser Windmühle laufen. Oder vielleicht sollten wir doch die eine oder andere Außenlieferung machen. Und dann habe ich wieder keine Teller. So, sind denn neue Gäste gekommen? Tja. Irgendwie kommen die alle nur einzeln. Vivienne will auch Bier.
Okay, die wollen alle Bier. Ah, jetzt aber. Das so habe ich das gerne. Mais, Gerstenbrei, Starkbier. Ja, so muss das sein. Oh. Was willst du denn? Ach, du hast schon. Okay, ich glaube, hier haben wir alle bedient. Du willst auch Gerstenbrei? Ich glaube, dann ist der Gerstenbrei alle, oder? Dann nehmen wir den mal hier raus aus der Speisekarte. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich was nicht habe. Wieso schmeißt mir die Krüge weg, ey? Einmal gekochter Mais. Nee, Gerstenbrei haben wir tatsächlich noch einen. Okay. Oh, ich glaube, ich muss neuen Mais machen, oder? Hab keinen mehr. Dann machen wir vielleicht erstmal die Kneipe zu. Tschakka. Oh Gott, es werden immer mehr Essenslieferungen. Da müssen wir uns echt drum kümmern, Leute. Ich weiß gar nicht, was passiert, ob die gehen, wenn ich nicht genügend Zeugs mehr habe. Wassereimer. Hallo? Wieso kann ich den... Komisch. Egal. Wir kochen ganz schnell Mais. Und dann gucken wir mal, was die Leute von außen haben wollen. Ach so, ich muss erst das Wasser heiß machen, den Mais dann reintun. Jetzt verstehe ich das, alles klar. Ich habe doch hier leere Teller. Ich habe doch hier einen leeren Teller. Ganz merkwürdig, Leute. Sorry. Aber egal, es ist, wie es ist. Naja, so eine elektrische Spülmaschine hätte schon einen gewissen Charme, oder? So, einmal Mais für dich. Ja, mit dem Mais verdient man doch schon deutlich mehr, ey. Kriegt man ja das Doppelte. Dann gehen wir mal gucken, was man. Oh, da hat schon wieder jemand seine Apfelputzen liegen lassen. Oh, es ist schon wieder Nacht. Nacht ist scheiße. Hui, wir haben Grill. Gebratenes Eiersteak und eine Gießkanne kriegen wir. Ey, wir sind aufgestiegen. Jetzt ist hier auf. Ah, super. Klasse. Ich muss Wasser holen. Also, wir haben eine Gießkanne. Wir haben einen Grill. Grill ist cool. Neue Rezepte. Okay, das ist geil. Aber den Grill muss ich erstmal kaufen. Ich habe keine Ahnung, ob ich genug Kohle habe. So, beladen wir mal. So, alles sauber, alles aufgeräumt. Nein, die Spinnies waren wieder fleißig. Was ich interessant finde, ist, dass wir zwar ständig neue Spinnweben haben, aber auf dem Boden liegt selten was rum. Das finde ich bemerkenswert.
Oder übersehe ich es nur? Kann natürlich auch sein. So, es ist Nacht. Nicht, dass uns da wieder ein Zombie kommt. So, Quest. Öffnen. Essenslieferung Starkbier. Gerstenbrei, gekochter Mais. Die Frage ist, warte mal, jetzt nehme ich mal die beiden Starkbieraufträge. Einmal. Ja, ich habe genügend Starkbier dabei. Und dann gucke ich jetzt mal, wo ich hin muss. Vorher speichere ich allerdings, weil wir laufen hier jetzt durch die Nacht, Leute. Dann nehmen wir, glaube ich, die Fackel in die Hand. Gucken mal, wo wir hin müssen. Warte, eine Quest. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt Zombies oder Ähnlichem begegnen. Aber wenn man diese Essensauslieferungen macht, muss man echt straight voran. Stelle ich fest, weil die eben zeitkritisch sind. Das habe ich erst nicht begriffen. Spinnitod. Giftdrüse. Aber damit koche ich nicht. Das kann ich euch versprechen. Da ist noch so eine Spinni. Ich weiche mal aus. Und guck, dass ich meinen Kunden jetzt das Zeug bringe, bevor die Quest wieder weg ist. Was wollen die da mitten in der Nacht Bier saufen, ey? Okay, wo ist das nächste? Diese Richtung. Ich verliere zwar meine Ressourcen, wenn ich diese Aufträge ausliefere, aber ich krieg halt auch deutlich mehr Kohle. Unterm Strich rechnet sich das, denke ich, doch. Aber ich glaube, das ist doch empfehlenswert, es eher tagsüber zu machen, oder? Oh nein, 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 nein. So. Und jetzt nix wie weg hier. Verfolgt er mich? Ja, na, jetzt bleibt er stehen. Okay. Wo ist jetzt meine Kneipe? Da hinten irgendwo. Guck mal, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie Korn, oder? Komm, wir laufen mal zu der Windmühle. Ja, hier wird überall Korn angebaut. So sieht es zumindest aus. Machen wir halt einen kleinen nächtlichen Ausflug. Ich bin gespannt, ob diese Windmühle nur Staffage ist oder ob da wirklich irgendwas ist. Windmühle zeigt mir ja zumindest mal menschliche Behausung an. Oh. Okay, also ich glaube, nachts ist doof. Ich denke mal, dass meine Kundschaft von hier kommt, oder? Die kommen ja immer diesen Weg entlang. Da ist, glaube ich, irgendwas gefährlich hier. Da spuckt mich was an. Ach, come on. Eine Bestellung wurde aufgegeben. Willst du mich verarschen? Ich treff's nicht. Eine Hornisse. Okay, ich glaube, da brauche ich einen Bogen oder eine Armbrust. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich die auf die Art bekomme. Oh, da hat es haufenweise Hornissen. Die spucken mich alle an, Hilfe. Aber ich würde schon zu gern gucken, was hier so ist. Okay, ich glaube, dass es eine gute Idee ist, zurück zur Taverne zu retten. Es Tag werden zu lassen, weil es wird ja schon wieder Tag. Und dann gucken, was wir an weiteren Bestellungen haben. Was haben wir da drüben?
Schon wieder was Gefährliches. Ich habe ja auch gar nicht die Axt in der Hand, ich doofe Kuh. Ich hatte die Harke. Boah, die Hornissen sind ätzend, ey. Hier irgendwo links rein lag ja der Bogen. Ich frage mich, wann wir den holen können. Weil der wird zum Mitnehmen sicherlich erst freigeschaltet, wenn ich den entsprechenden Level habe. Ja, ich sehe hier nicht genug. Natürlich weiß ich nicht mehr genau, wo der Bogen lag. Ihr erinnert euch, den haben wir ja, glaube ich, gestern entdeckt. Oh, ich bin tot. Oh, 66 Gold. Shit. Okay, das war kein sehr erfolgreicher Ausflug, würde ich sagen. Aber es wird Tag. Naja. Okay. Tja, jetzt fehlen mir halt Krüge, ne? Das ist das Problem. Das ist der Nachteil an diesen Lieferungen. Wir gucken mal, was der Grill kostet. So, Gerste muss ich in jedem Fall kaufen. Maissamen, jetzt kriegen wir auch Gerstensamen. Das ist cool. Komm, da kaufen wir mal. Kühlregal. Nach dem Krügerregal. Was lese ich? Da ist der Grill. 350. Ich glaube, wir brauchen echt noch ein paar Krüge. Was ist denn diese Kugel? Keine Ahnung. Okay. Ich denke, das muss erstmal reichen. Wir brauchen mehr Kohle. Lass uns mal die Auslieferungsanträge, Aufträge angucken. Was haben wir denn da so? Gerstenbrei, gekochter Mais, Gerstenbrei, gekochter Mais. Gebratenes Ebersteak, das kann ich aber noch nicht machen, ne? Gekochter Mais, Belohnung 130. Nehmen wir. Aber erst nehme ich den Mais. Gerstenbrei haben wir, glaube ich, keinen gerade. Also nehmen wir den Auftrag. Das macht wirklich Sinn, einen nach dem anderen zu machen. Gerstenbrei habe ich gerade keinen. Was ein bisschen schade ist. Lass mich doch kurz Gerstenbrei machen. Lass gucken. Mann, da. Ups. Okay. Mein Inventar ist voll. What the fuck, ey? Ja, es ist voll, ey. Scheiße. Oh Mann. Okay, dann lass uns kurz. Boah, dieses Bestellbrett macht mich wahnsinnig. Okay, ich glaube, ich muss so eine Kiste kaufen. Ja, da kann man, glaube ich, Zeugs lagern. Viel Platz ist in dem Inventar nicht, ey. Okay. Dann lass uns Gerste anbauen. Gerstensamen.
Ach Gott, wir haben ja sogar noch einen Gerstenbrei. Ja, das ist ja cool. So, Gerste, Gerste, Gerste. Ja, wir brauchen Lagermöglichkeiten. Dieses Inventar ist wahrlich nicht sehr groß. Was wir allerdings machen können, alchemistische Zutat zum Kochen verwenden, Azurpilz. Das können wir wegschmeißen, glaube ich. Fallen lassen, ja. So, pass drauf, ich habe einen Gerstenbrei. Genau, ich habe einen Gerstenbrei. Viel gekochten Mais. Ich mache mal noch einen Gerstenbrei. Kochen. Ich weiß, ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Viel Ereignisreiches ist ja nicht passiert. Dieses Spiel ist komplett entschleunigend. Ach, wir sind erst bei 21 Minuten. Ja, das ist ja perfekt. Da können wir ja noch ein bisschen weiterspielen. Wieso bin ich... Warte mal. So, jetzt. So, dann haben wir Gerstenbrei. Jetzt lass mich mal den Gerstenbrei. So, jetzt habe ich zwei Gerstenbrei, glaube ich. Gekochten Mais zwei und zwei Biro. Habe ich richtig gezählt? Kann ich das nicht irgendwie stapeln, ey? Das ist ja doof, dass ich da jedes Mal... Guckt mal. Ja, das ist irgendwie völlig bescheuert. Wieso? Zum Henker? Habe ich denn dafür jedes Mal, brauche ich dafür jedes Mal einen einzelnen Platz? Ist ja echt bescheuert. Okay, also passt auf. Wir haben zwei Bier, zwei Mais, zwei Gerstenbrei. Dann gehen wir jetzt mal liefern. Gerstenbrei gekochter Mais. Und nochmal Gerstenbrei gekochter Mais. Viel mehr werden wir nicht schaffen, glaube ich. Welche Richtung? Wo muss ich hin? Hallo, da hinten sitzen sie irgendwo. Also, dann machen wir mal los. Weil diese Quests zeitkritisch sind, kommt man irgendwie gar nicht so richtig dazu, sich umzugucken. Und dann sind ja auch noch irgendwo diese komischen Trolle. Bist du ständig beschäftigt, ey? Aber ich meine, das sind 240 Gold, die wir jetzt kriegen. Ich bin sicher, dass hier auch Zeugs noch rumliegt. Da müssen wir mal gucken, was wir für neue Rezepte bekommen haben. Oh, das sieht aber nicht gut aus hier. Ich glaube, wir rennen jetzt in den Sumpf, oder? Oh. Sag mal, wo lassen sich denn die Menschen Essen hinliefern? Was ist das hier? Ein Beutefass. Oh, das machen wir gerade mal kaputt. Oh, Regenerationstrank. Supi. So, meine Herrschaften. Bestellung aufgegeben. Und was ist das da? Ey, ist ja spannend. Oh Leute, ich glaube, hier gibt es eine Menge zu entdecken. Runestone. Da ist noch ein Beutefass. Ich weiß gar nicht, kann ich ins Wasser oder saufe ich da dann ab?
Ist es ein Beutefass? Nee, eine Beutekiste. Tempotrank. Oh, das ist geil. So, okay. Die nächste Quest. Aktivieren. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Darum. Okay. Da kriegt man aber echt so ein Gefühl dafür, wie man so als Selbstständige getrieben wird. Oh nee, oh nee, oh nee, da sind die Goblins. Oder Trolle. Oder was immer es ist. Aber egal, wir haben unsere Bestellung ausgeliefert. Hallo. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben. Tadam. Und dann haben wir 800 Gold. Und dann rennen wir in die Taverne zurück. Nehmen die nächsten Aufträge an und liefern die auch aus. Dass wir mal kohlemäßig ein bisschen zu Potte kommen. Da ist noch ein Beutefass, oder? Vermute ich zumindest. Oh, das wackelt. Ist da einer drin? Was haben wir da? Eine Weltkarte. Ich glaube, damit können wir unsere Kneipe verschönern, oder? Das ist noch so ein Fass. Wieso habe ich denn die alle übersehen? Oh, Gerste. Ja, wie cool ist das denn? Wo war bloß dieser blöde Bogen? Ich habe noch gesagt, ich merk's mir. Und natürlich habe ich es mir nicht gemerkt. Dieses Stilleben haben wir schon entdeckt mal. Nee, der war nicht hier, der Bogen. Der war darüber irgendwo. Da ist noch ein Wildschwein. Schon wieder eine Bestellung wurde aufgegeben. Warte mal, wie gehe ich in Deckung? Ich kann doch schleichen. Wie war denn das? So, so geht schleichen. Mal gucken, ob wir den Eber erwischen. Das funktioniert tatsächlich mit dem Schleichen. Es tut mir leid, Schweini. Aber er wehrt sich. Aber noch lebe ich, Gott sei Dank. So, rohes Eberfleisch. Okay. Wir haben gelitten. Hallo, Scary. Gut, wir können irgendwo ein... Warte mal, ein Bild. Warte mal, wo ist die Weltkarte? Kann ich die hier hinhängen? Ja, super. Also dann, eine Weltkarte, Leute. Dann sehen die Wände schon nicht so kahl aus. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch an Bestellungen haben. Verdient haben wir ja jetzt ganz gut. Gekochter Mais. Gerstenbrei. Gut, dann holen wir uns zwei gekochte Mais. Haben wir denn noch zwei? Und dann liefern wir das auf die Schnelle aus. Ja. Vielleicht drehe ich mir eine Zigarette, bevor wir loslaufen. Ich sag euch, das ist total lustig, ne? Weil eigentlich wird man hier ja ziemlich durchgehetzt durch das Spiel. Aber interessanterweise ist es tatsächlich so, und das finde ich höchst bemerkenswert, ich finde, dass dieses Spiel komplett entschleunigend ist. Also wirklich, echt. Ich habe so das Gefühl, ich könnte da Stunden spielen. Ich sehe allerdings, dass unsere Gesundheit ein wenig gelitten hat. Ich hoffe mal, dass die Zeit nicht vergeht, wenn ich hier im Pausenmenü bin. Gucken wir mal, ob wir die beiden Maislieferungen noch wegkriegen. Aber ich muss allen Feinden aus dem Weg gehen, weil wir haben bloß noch 20 Leben. Das ist nicht eben viel. Mais. Mais. So, dann aktivieren wir die Quests, Essenlieferung.
Wo geht's hin? Oh, nicht schon wieder nach da hinten, oder? Sag mal, sind es immer wieder die gleichen, die da bestellen? Möglicherweise. Man weiß es nicht so genau. Da ist schon wieder ein Eber. Wir halten uns mal fern. Ihr wollt nichts? Ihr habt keine Bestellung? Okay. Das waren die, die wir nicht markiert hatten. Ich glaube, dann wird es auch schon bald wieder dunkel. Ich mag das Spiel. Was bist du? Ein Bär? Nee, 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 nee. Da halten wir uns mal fern. Taverne Wald. Oh, nicht schon wieder Richtung Goblinlager oder Trolllager, was immer das ist. Dann müssen wir auch. Ih, was ist das? Wolf? Oh, Hilfe! Oh Gott, was macht man nicht alles, um seine Kunden zufriedenzustellen? Leute. Ich werde verfolgt. Das muss man sich mal irgendwann ohne Lieferung angucken. Na, also, alles klar. Die leben gefährlich, die Leute hier. Kann ich mit euch denn eigentlich sprechen? Nö. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich noch irgendwie cool gefunden, wenn man sich auch mit den Leuten hätte unterhalten können. Es wird dunkel, Freunde. Dann eilen wir zurück. Warte mal, da ist Pilz. Fliegenpilz. Nein, 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 nein. Ich habe doch kaum noch Leben. Lass mich. Ich tue dir nichts, ich versprech's. Schnell zurück. Aber wenn man die Gegend entdecken will, macht das, glaube ich, mit den Auslieferungen nicht so viel Sinn. Was leuchtet denn da so merkwürdig rot, ey? Das ist die untergehende Sonne oder was ist das? Hier ist der Weg. Ist denn der gefahrloser? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Oh, lebt das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir können ja kurz die Fackel anmachen. Dann latschen wir kurz beim Händler vorbei. Kaufen uns den Grill. Lass mal gucken, was haben wir denn an neuen Rezepten eigentlich? Gebraten. Wir können jetzt das Ebersteak machen. Oh, das ist cool, aber da brauchen wir den Grill, denke ich. Den kaufen wir jetzt. Wir haben jetzt genug Kohle. Wir waren ja fleißig. Und Teller brauchen wir. Und da ist schon wieder Spinnwebe. Also gut. Hallo, mein Freund. Dann lass uns. Oh, wir können jetzt auch Gesundheitstrank kaufen. Also. Wir brauchen ein paar Teller. Und wir brauchen den Grill. Guck mal, die Weltkarte kostet 350 Gold. Und wir nehmen mal eine Truhe. Und dann gehen wir in die Kneipe. Ich habe ein bisschen Angst, dass da wieder ein Zombie auftaucht. So, wo grillen wir denn, Freunde? Ich finde es ja gut, wenn wir eigentlich das meiste, was wir so haben, hier so aufstellen. So, dann lass uns den Grill aufstellen. Oder da? Ja, da macht er sich doch gut, oder? Steht er gerade? Ja, weitestgehend. Zubereitung beginnen. Wo ist mein Eberfleisch?
So, wie kann ich denn hier jetzt, warte mal, ich will keine 5. Wie kann ich denn die Menge ändern? Warte mal, ich will keine 5, ich will 4. Wie kann ich denn, warte mal, wie ändere ich die Menge? Da steht doch Engemann mit L1. Ah ja, dann lass uns mal 4 Ebersteaks machen, oder? Oh, ich kann mir vorstellen, wie es duftet, Leute. Wie geil ist das denn? Ist da schon wieder was runtergefallen? Ah, wie nervig. Wir haben die Kiste gekauft, ne? Wir haben eine Kiste gekauft. Die können wir doch eigentlich benutzen, um da mal Zeugs zu lagern. Zum Lager von Gegenständen. Mal gucken, wie viel da reinpasst. Oh, einiges. Okay, also was ich glaube ich erstmal nicht hier drin brauche, das sind die Pilze. Den Heiltrank lasse ich vielleicht. Gerste können wir erst auch mal lagern. Wir müssen allerdings neues Bier machen. Diese Giftdrüse, glaube ich, brauchen wir erstmal auch nicht. So, damit haben wir wieder ein bisschen Platz. Warte mal, was ist das noch hier für Trank? Erhöht das dein Bewegungstempo? Ich glaube, das brauche ich erstmal auch nicht. Lass uns Platz schaffen. Erstmal. So, dann können wir noch ein paar Bierchens machen. Tada! Und dann kochen wir noch ein bisschen Mais. Ich sehe es, da ist ein Zombie. Das heißt, ich speichere lieber erstmal. Seht ihr den Zombie? Ich kann den leider nicht markieren. Ja, okay, ich bin gestorben, ich weiß. Das Kampfsystem ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenigstens kommen wir dann wieder mit 100% Gesundheit zurück. Und jetzt wissen wir ja, dass er gleich kommt. Da steht er. Der lebt auch kaum noch. Okay, aber wir haben mehr Gold bekommen. Als wir verbraucht haben, habe ich keine Teller mehr, ey. Nö, ich habe echt keine Teller mehr. Oh, das mit den Tellern ist schwierig. Ja, den Überblick zu behalten ist gar nicht so einfach. Also lass uns noch ein paar Teller kaufen. Greetings, Traveler. Genau, so. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nur am Geld ausgeben, Leute. Zombie, du könntest jetzt mal gucken, dass du da wegkommst. So, dann machen wir Mais. Aber erstmal das Wasser heiß. Und dann gibt es Ebersteak für die ersten, die kommen. Gibt es ein Ebersteak und gekochten Mais. Gerstenbrei haben wir erstmal keinen. So, jetzt können wir Mais reintun und los. Und dann machen wir Schluss für heute. Warte mal, wir putzen noch ein bisschen. Ich habe nämlich gesehen, dass da schon wieder. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter, ihr Lieben. Zunächst mal gilt es tatsächlich,
zu leveln, Kohle zu verdienen. Boah, dieses Bestellbrett ist vielleicht belastend. So, jetzt ist unsere 68% sauber. Ja, was liegt denn da noch irgendwo rum? Wieso sind wir Sauberkeit nur bei 68%? Weil der Zombie da noch rumliegt oder was? Kann ich denn... Nö, der ist weg. Wo liegt denn noch irgendetwas? Ah. Aber wir sind immer noch nicht bei 100%. Wo ist denn noch Dreck, ey? Keine Ahnung. Hallo. So, dann lass uns noch Bier machen. Hallo, Scary. Nehmen wir das Fass, brauchen wir ja. Und dann gibt's erstmal Gerste und Wasser. Dann wird gekocht. Und was wir uns noch holen beim Händler, ich glaube, das haben wir noch, das können wir uns noch leisten. Wir holen uns einen Tellerhalter. Sollen wir uns einen Tellerhalter kaufen? Die Teller sind ja ständig im Gebrauch irgendwie. Okay. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wo noch Dreck sein soll, wenn ich ehrlich bin. Genau. Noch einen gekochten Mais. Mehr geht erstmal nicht. Ach, da ist noch Gerstenbrei. Hey, jetzt haben wir aber eine Menge im Angebot. Wir haben Gerstenbrei. Also wir haben 4 Steaks. Und 4 Gerstenbrei. Genau, und wenn der Gerstenbrei oder die Steaks zu Ende sind, werden wir den gekochten Mais anbieten. Aber für heute machen wir Schluss. Es ist jetzt schon sehr lang geworden. Und dann ackern wir in der nächsten Folge weiter. Einstweilen, ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich. Ich glaube, das hätte auch im Stream sehr viel Spaß gemacht. Aber naja, nun machen wir es im Let's Play. Alles klar, ihr Lieben. Habt Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.